Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ihr 93 Stufe, ja. Im Gefängnis haben wir uns jetzt ein paar Freunde gemacht, aber ebenso einen großen Feind, nämlich hier den Gefängniswärt, Direktor, den Armstrong, der hier mit Eisenketten hier um sich schmeißt. Und auch wenn wir von unseren Insassen, Kumpanen jetzt hier ausgeliehene Karten haben, sind nicht alle allerbesten. Er hat halt besonders starke Karten, besonders gute Kombinationen. Puh, da kommt der jetzt hier die Kohlensäure wieder hoch. Puh, ich nehme mal Faust, um die Ketten zu sprengen. Super. Wenn ich so schnell trinke, kriege ich Stück auf. Was muss ich machen? Trinken aber langsam. So, natürlich schon wieder gleich hier diese Giftkette. Aber das gilt ja nur, wenn er einen Eisenkettenmonster durch uns vergreift. Verdeckte Karten. Schöne Kombination hier. Was habe ich denn? Ein paar dieser Karten habe ich sogar schon mal gesehen. Glücksspiel. Du kannst diese Karte aktivieren, wenn die Hand deines Gegners 6 oder mehr und deine Hand 2 oder weniger Karten enthält. Wirf eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Kopf müsste, glaube ich, jetzt das Goldene sein, oder? Wenn du richtig vorausgesagt hast, ziehe bis deine Hand 5 an Hand. Wenn du falsch voraussagst, überspringe deinen nächsten Spielzug. Okay, das brauche ich im Moment nicht, weil ich habe mehr Karten als du. Finstere Kammer der Albträume. Jedes Mal, wenn dein Gegner Schaden von einem Karteneffekt erhält, außer von Finstere Kammer der Albträume, füge deinem Gegner 300 Schaden zu. Okay. Golb Goblin Dieb. Füge den Lifebond seines Gegners 500 Punkte Schaden zu und erhöhe deine Lifebonds um 500 Punkte. Kombinationstime. Finstere Kammer der Albträume. Goblin Dieb. Ich kriegen, du verlieren. Und nochmal 300 abgezogen. Ja und? Trotzdem kriegt es den Schaden, weil das annulliert den Effekt nicht. Ja doch, annulliert den Effekt, weil das ja eine. Das ist ja eine. Der Effekt ist ja nur aktiv, wenn es eine. Wenn es offen ist, weil es eine dauerhafte Zauberkarte ist. Ach, du kannst mich mal. So. Dein verdecktes Monster greife ich an mit meinem Chopman, dem verzweifelten Gesetzlosen. Der hat nur gelernt zu choppen und der Chop bis seine Hand blutet. Eisenkettensprenger, weg mit dir, du Sau. So. Glücksspiel kann ich erstmal warten, weil wir haben beide wenig Karten. Und ich werde jetzt auch eine ziehen mit Krug der Gier. Ich will mehr. Money, money, money. Lebende Kette. Wenn mal Karten vom Deck deines Gegners durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt werden, füge deinem Gegner 300 Schaden zu. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Gemeinsam sind wir stark. Das ausgerüstete Monster erhält 800 Angriffe für jedes auf dem Monster, das du kontrollierst. Also machen wir erstmal nächste Angreifer. Moment, wäre das jetzt gut? Will ich jetzt den kontrollieren oder den? Ich glaube, stärker ist besser. Daher rüste ich meinen Chopman damit aus. Jetzt hat er hier 1600, also 2700. Meinen Steampack, den hebe ich mir erstmal auf, wenn ich ihn direkt angreifen kann. Eisenkettenschlange, verzisch dich. Mein nächtlicher Angreifer, der greift dich hier noch an. Aber im Tageslicht, der schämt sich nicht. Oh nein. Schnell und tödlich ist sein Name. Sein Mittelname, ja. Eisenkettenmechaniker. Natürlich greift er. Was macht er jetzt nochmal? Der kann ein Monster zurückholen. Natürlich seinen Sprenger. Den kann er wieder opfern, um mir Lebenspunkte abzuziehen. Dadurch wird mein Chopman auch noch ein bisschen schwächer. Aber er gilt für sich selber auch. Umkehrratespiel. Was ist das jetzt? Lege alle Karten in deiner Hand und auf deiner Spielfeldseite auf den Friedhof. Nenne den Kartentyp Monster, Zauber oder Fallenkarte der obersten Karte deines Decks. Wenn du richtig vorausgesagt hast, tausche deine Lifebonds mit den Lifebonds seines Gegners. Ja, das brauche ich vielleicht am Ende. Aber jetzt erstmal nicht. So, greif ihn an. Bam. Dann kann sich sein Giftketten-Effekt der Kontinuität aktivieren. So. Das könnte jetzt was werden. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, wann ich Steampunk einsetze, weil der wird zwar stärker, wie gleichzeitig aber auch schwächer in jedem Zug. Staubtornade. Siehst du was, ey? Ich warte mal einen Zug, weil seine verdeckte Karte, die macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Die will ich erstmal loshaben. Charakter aktivieren. Yo. Und zerstöre diese Karte, bitte. Bam. Was war es gewesen? Und eine Karte verdeckt. Jetzt kann ich auch wieder eine neue Karte verdeckt spielen. Was war das? Raum der Zombie. Aha.
Was hätte der jetzt gemacht? Ich kenne den raubenden Goblin, dass wenn man Kammschaden nimmt, muss man eine Karte abwerfen. Was machst du? Immer wenn ein Monster auf deiner Spielfeldseite den Wappen seines Gegners Kammschaden zufügt, lege dein Gegner eine Karte von seinem Deck auf seinen Friedhof. Also vom Deck auf den Friedhof, aha. So. Ich könnte den jetzt nach und nach angreifen. Aber das mache ich aber ohne Steampack. So, 1100. Bam! So, jetzt hat er gar keine Karten auf der Hand. Und wenn er die immer spielt, bald hat er, dann kann er keine Zauber- oder Feinkarte mehr legen. Ein kleines Monsterlein. Da kommt dann ein Begräbnis herbei. Weißer Zauberhut. Ja. Haha, das macht jetzt meinen Chopper-Mann noch mehr noch stärker. So. Und wenn der jetzt irgendeine Karte zieht, die er nicht spielt, und ich greife ihn mit meinem weißen Zauberhut an, kann er sich auch davon hier verabschieden. Daher, ich würde sagen, ich habe das Duell in meiner Hand. Hm? Haha, haha. Die eine Karte, die ist hinüber. Was ist das denn? Chaosreiter Gustav. Einmal pro Spielzug kannst du bis zu 2 Zauberkarten in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Diese Karte erhält bis zum Ende des nächsten gegnerischen Spielzugs 3 Anlagen für jede entfernte Karte. Habe ich Zauberkarten? Dann konnte ich den nämlich in einem Schlag erledigen. Ich habe 2 Zauberkarten. Oh, das würde sogar passen. Ja. Gustav. Besuch ihn mal, den Typen. So. Bim bam. Das heißt, er hat jetzt hier 2000 Angriffspunkte. Meine Güte. Aber erstmal greift der Zauberhut an. Ich kann dann nämlich seine eine Karte ablegen. Bye, bye. Haha. So. Und jetzt hier. Schön mit jedem Monster einmal. Damit du auch den Schmerz fühlst, den ich gespürt habe, lieber Armstrong. Hier mit dem Finger. Bing. Arrivederci. Haha. Ja, das ging ja richtig gut los. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Hatte keine Zweifel. Setz in den Abregelung. Aber was ist mit unserem Deal? Wir haben keinen Deal. Nehmt den weg. Oh, die unterste Schublade. Hä? Einen Deal eingehen und dann den Deal nicht einhalten. Ja, ja. Ich glaube nicht, Herr Armstrong. Ich sah das ganze Duell und ich fürchte, die einzige Person, die weggeht, bist du. Goodwin, ich meine, Sir. Ich sehe nicht, wie das Gefangenenlager effektiv ausgeführt werden kann, wenn kein Vertrauen zwischen den Wachen und den Insassen besteht. Pack deine Sachen, Armstrong. Du bist gefeuert. Ja, das war jetzt eine gute Entscheidung gewesen. Ändert aber nichts daran, dass der Goodwin an sich ein mieser Kerl ist. So. Die Rücknahme. Das müsste jetzt wieder hier... Ah, da kriegt er wahrscheinlich seine Sternstaubdrache-Karte wieder. Und da tun wir jetzt wieder gegen den Trutch uns duellieren. Hm? Oder, ah nee, ich glaube, der will ja zuerst sein D-Bike wieder kriegen. Kurz nach dem Sieg über Armstrong wurde Yosei aus dem Gefangenenlager freigelassen, unter Rex Goodwins Befehl. Doch bevor er ging, hatte Bolt ein letztes Geschenk für ihn. Diese Karte wird dir helfen, deinen Duel Runner zurückzubekommen. Ich hörte die Wachen über dein Motorrad sprechen und wie es in dem Beschlagnahmungszentrum eingesperrt ist. Warum ist das klein geschrieben? Das stört mich jetzt so. Bring die Karte zu einem Laden namens Bootleg. Bestelle eine Milch und frage nach Blister. Er wird dir helfen. In der Zwischenzeit wieder beim Sektor Sicherheitsdienst. Ach genau, Lazard. Keine Ahnung, ich weiß das Gesicht, mit dem ist er geboren. Auch mit diesen spitzen Öhrchen, aber diese roten Striche ist es wahrscheinlich. Da hat er sich wahrscheinlich was von der Mama angeschaut. Bist du dir sicher darüber? Wenn du ihn gehen lässt, könnten wir ihn nie wiedersehen. Es ist mir klar, dass Yoseis Drachenmal nicht wieder erscheinen wird, während er innerhalb der Mauern von dem Gefangenenlager gefangen ist. Es ist Zeit für einen Tapetenwechsel. Außerdem habe ich nie gesagt, dass wir ihn gehen lassen. Du wirst ihn verfolgen? Oh, du bist so hinterhältig. Mit Yosei frei herumlaufen in New Dominus City habe ich ein Elite-Einsatzkommando, um ihn unter Beobachtung zu halten. Und achte auf jegliche Anzeichen vom Wiederauftreten seines Mals. Und wenn sein Mal wieder auftaucht, dann beweist es, dass er einer der Auserwählten ist, die ich gesucht habe. Mit Hilfe von Blister war Yosei in der Lage, sich ins Sektor Sicherheitsdienst Beschlagnahmungszentrum reinzuschleichen, um seinen Dual Runner wiederzuerhalten. Leider wartete Trutch bereits, um eine Falle zuschnappen zu lassen. Ich hoffe nur, dieser Ausweis und das Passwort funktioniert. Super. Also das war jetzt nicht hier
sarkastisch gemeint. Super. Endlich mit meinem Dual Runner wieder vereint. Wie hat die seine Stimme gemacht? Ich fange an zu glauben, dass du mich magst, you say. Warum sonst würdest du ständig aus deinem Weg gehen, um mich sicherzustellen, dass wir uns immer wieder treffen? Obwohl, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich der verrückteste Stunt bis jetzt. Was in aller Welt hast du dir gedacht? Ich will einfach nur meinen Dual Runner zurück, Trudge. Eigentlich ist der Runner jetzt Eigentum des Sektorsicherheitsdienstes. Jetzt sag dir was. Ich werde dir einen Deal machen. Stell dich jetzt selber. Und ich werde die Tatsache vergessen, dass du in den Beschlagnahmungszentrum brachst, während ich den Bericht ausfülle. Keine Chance. Du lässt mir keine Wahl. Wenn du nicht aufgibst, werde ich dich zum Aufgeben bringen. Mit einem Duell. Nicht sowas wie eine Pistole, nicht sowas wie ein Taser. Hey, der widersetzt sich. Ja, da machen wir mal ein Kartenspiel drum, ne? Da sage ich aber Stop in the name of love. Und schon wenn ich hier beim Quatsch hier die FPS-Einbrüche. Die mögen die Typen nicht. Der ist das streng. Da musst du Freiheit haben, hä? Hä? Was? Ach du liebes Bisschen. Was? Ich hatte gerade so immense Frame-Einbrüche. Die Karten hatten sogar keine Bilder gehabt. Och du. Okay, ich lasse gerade mal das Spiel ein bisschen hier. Beruhigte sich? Hat sich beruhigt? Ich glaube, das war ja wirklich so. Fünf Monster. Und ich sehe doppelt. So, was machen wir denn schönes? Dann spiele ich jetzt Schweinegrundbesynchronisierer. Damit konnte ich ein Monster vom Friedhof beschwören, das bringt mir aber nichts, da ich kein Monster habe. Hätte ich eigentlich den Tempokrieger nehmen können und dann hätte ich im nächsten Zug schon meinen Gerumpelkrieger beschwören können. Das wäre eine Idee gewesen, aber ich weiß ja nicht, was das spielt. Den verfolgenden Jäger. Okay, und eine Karte verdeckt. Und zwei Karten verdeckt. Och, du bist ja hier verführerisch. Oh, was ist das denn? Stimmen? Füge da an deinen Synchronempfängermonster von deinem Deck hinzu oder lege die oberste Karte deines Decks auf den Friedhof. Ja, das machen wir mal. Klingel, klingel, dinge. Turbosynchron, ey. Machen wir mal Turbosynchron. Okay. Auf die Hand. Oberste Karte abgelegt. Und was wird's sein? Wird mir ja gezeigt. Es ist die Geisterwache. So. Was machst du nochmal? Also für den Turbosynchron. Wenn ihr gerade einen Angriff deklariert, du kannst das Angriff sehen, die Verteidigungsposition ändern, wenn du Kampfschaden erhältst, solange diese Karte angreift. Du kannst einen Monster, der den Angriff kleiner oder gleich dem Kampfschaden sind, den du erhalten hast, als Spieler von deiner Hand beschwören. Klein oder gleich? Also. Moment. Ich kann ein Monster beschwören. Gut, das ist was. Aber ich möchte lieber meinen Grummelkrieger beschwören. Genau, ich kann ein Monster der Stufe 2 oder näher von einem Friedhof beschwören. Aber seine Effekte werden annulliert. Ist ja Ordnung. Denn ich will ja eine Synchro-Beschwörung machen. So, her damit mit dem guten Teil. Hallo? Ach, ich depp. Ich hatte irgendwie gedacht, Tempokrieger war im Friedhof. Nein, das wäre eigentlich mein erster Zug gewesen. Ach, nö. Ja, super. So, wenn ich den Effekt von Turbosynchron jetzt richtig verstehe. Ja, wenn ich den jetzt angreife, könnte ich ein Monster mit 1300 oder weniger Angstpunkten spielen. Muss es im Angriff oder Verteidigung sein? Von deiner Hand beschwören. Ne? Wenn du kommst, dann hältst du, solange diese Karte angreift, du kannst dann. Solange diese Karte angreift. Ja. Ja, das würde sogar gehen. Jaha, dann machen wir das mal. Klitzer, klitzer. So. Okay. Ich muss mal ein bisschen hier Schaden einstecken, aber das wird was bringen. Greif an. Turbosynchron-Effekt aktivieren. Ja. Also, das war jetzt ein Fehler. Weil jetzt habe ich ja weniger Kampfschaden erhalten. Und jetzt kann ich nur mein Abstimmgeschirr spielen. Aber in Verteidigungsposition. Beta, Dankeschön. Das sind aber beides Empfängermonster. Das heißt, die kann ich nicht für die Synchro-Beschwörung nutzen, weil ich brauche ein Empfängermonster und einen und mehrere Nicht-Empfängermonster. So. Das ist nicht hier vereinbar. Und jetzt kann der Monster einfach wieder in den Erinnerungsmodus setzen. Also, wenn der. Aua!
Wenn dein Monster in Verteidigungsposition zerstört, krieg ich nochmal extra Schaden. Aha. Bist du. Nee, du bist Maschine, kein Krieger. Synchroschlag? Als einer Synchro-Beschwörung beschworenes Monster deiner Wahl erhält, bis der Endphase wird mit Angriff, dass du benutzt wurde, um es zu beschwören. Aha. Könnte helfen. So, 22 sind hier. Aber wenn ich das mache, dann opfere ich mein Abstimmgeschirr. Ich brauche ein bisschen Verteidigung. Und setze ein Monster in Verteidigungsposition, mein Freund. Hm? Kannst es gerne angreifen, kannst es gerne versuchen. Wenn du dich traust. Ganz schön viele verdeckte Karten hier. Zerrissener. Torblocker. Und Synchro-Beschwörung. Und was kommt? Es ist der Gujo-Wächter. Was hast du für neue Karten hier rausgeholt? 2800. Und Ruf der Gejagten. Du Land der alten Schule hat noch solche Karten, hä? Hä? Was hat jetzt sein Zerrissener? So viele Ketteneffekte. Was ist denn hier los? Was ist jetzt? Ach, jetzt mit seinem Gojo-Wächter hat er mein Monster jetzt wiederholen dürfen. Aha. Ach, hätte ich am Anfang nur in meinen Turbo-Krieger gelegt. Ich hätte dann hier schon hier Monster beschwören können. So, Synchro. Na, wisst ihr was? Ich gebe auf. Ich glaube, das kann ich nicht mehr gewinnen. Und dann mache ich es nochmal von vorne. Kann ich mir ein bisschen Zeit sparen. Turbo-Kriegers Fähigkeit kann helfen, um Gojo-Wächter zu zerstören. Ja. Hätte ich vielleicht sogar wirklich versuchen können. Hätte ich genug. Hätte ich vielleicht Monster gehabt. Da. Ich sehe hier keine Bilder. Mein Leben läuft mir am inneren Auge vorbei. Einmal die Hand. Nein. Diesmal andersrum. Pa. Ah nee, letztes Mal hatte ich schon Hand. In the name of love. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Schwuppidubi, baby. Das könnte was werden. Das könnte was werden. So. Turbo-Krieger ist ja, glaube ich, so ein Union-Monster, oder? Was man mit einem. Wo man ein Monster ausrüsten kann und damit es nochmal Effekte hat, oder? Ich schaue mir das gerade mal an. Ah, nee, das ist ja der große Typ hier. Wenn diese gerade einen Angriff gegen ein Synchro-Monster Stufe 6 oder höher deklariert, halbiere bis zum Ende des Damage-Steps der Angriff des Angriffsziels. Diese Karte kann nicht erzielt, für die Effekte von Monster Stufe 6 oder niedriger gewählt werden. Das ist gut. Wer scheint man denn? Der kontrolliert. Das könnte helfen mit Turbo-Synchron. Aber Turbo-Krieger hat was für eine Stufe? 6. Das heißt, ich bräuchte dann noch andere. Okay. So. Dann machen wir. Was machen wir denn Schönes? Dann spiele ich jetzt eine Monster Verteidigungsposition. Und eine Karte verdeckt. Und beende erstmal meinen Zug. Dann könnte ich nämlich einen Schlag einstecken, wenn er jetzt nämlich noch ein zweites Monster beschwört. Und dann kann er ruhig meinen Igel auf den Friedhof schicken, damit ich den Spezial beschwören kann. Ob nun durch seinen Effekt oder durch den Effekt von Grumpel-Synchronisierer, um dann eine Synchro-Beschwörung durchzuführen. Oh, natürlich, danke. Ach nö. Was kannst du vergessen? Vergessen kannst du das? Nee, Zerrissener. Was ist der? Hallo? Wieso kann ich meine Karte nicht? Was ist das bitte für ein Effekt? Lass mich sehen, lass mich lesen. Was macht der Zerrissene? Ich habe so FPS-Anbrüche. Was macht die? Diese Karte kann nicht als Synchro-Monster benutzt werden, außer für die Synchro-Beschwörung eines Synchro-Monsters von Typ Krieger. Okay. Falls das Synchro-Monster angreift, dass diese Karte als Synchro-Material benutzt hat, kann der Gegner bis zum Ende des Damage-Steps keine Fallenkarte. Oh, das ist ja gut zu wissen. Gut zu wissen. Genau das, was ich gebraucht hätte. Und der Gojo-Wächter kann hier zerstörte Monster wiederholen, hä? Wenn diese Karte Monster deines Gegners zum Kampf zerstört, auf der Winterfläche, du kannst das Monster auf deine in die Verteidigungsposition beschwören. Eine feine Sache. Feine Sache. Was soll ich denn da jetzt noch machen? Was soll ich denn da machen? Dann setze ich ja Monster in Verteidigungsposition. So. Gilt dieser Effekt jetzt dauerhaft? Also wann immer der jetzt mit seinem Gojo-Wächter angreift, kann ich mal keine Fallenkarten aktivieren oder ist es nur in einem Zug? Suchschläger. Er sucht und schlägt. Und er schlägt und sucht er. So. Den Gojo-Wächter kann ich nicht aufhalten, aber seinen Suchschläger. So, bam. Zerrissener. Ja, Tatsache, das gilt jedes Mal. Und jedes Mal kann der Gojo-Wächter hier meine Monster zurückholen. Das ist so eine Konterkarte, weil ich meine Karten beruhen ja darauf, dass ich die vom Friedhof aus nutze.
Aber ich habe da nichts. So. So, das könnte ich machen. So, jetzt muss ich nur darauf hoffen, dass das Monster, was ich aufs Deck lege, ein Stufe 2 Monster ist. Dann kann ich... Bitte was? Nee, Moment. Das ist doch nicht dein Ernst. Da habe ich zweimal Stimmen hintereinander gezogen. Aha. Moment. Ich kann keine Fallenkarten aktivieren. Wenn dein Monster angreift. Aber wenn ich das mache... das wird aber auch nichts bringen, weil mein Grümpelkrieger ist nicht stark genug. Ja, hat zu wenig. Hat zu wenig. Sonst hätte ich es so machen können, dass ich mit meiner zielgenauen Wache ein Monster beschwöre. Moment, das geht ja gar nicht. Ich habe ja gar kein Monster. Und hätte dann eine Synchronbeschwörung durchführen können durch meine andere Karte. Aber das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Das ist etwas, was mir bei einem Spiel gefällt. Es ist nicht, dass man jedes Mal das gleiche Deck hat, sondern die Karten ändern sich. So wie jetzt auch beim Quatsch, wo sich hier die Karten ändern, ja. Immer hinsichtlich einer bestimmten Strategie, ja. Aber ich glaube, ich kann jetzt schon wieder aufgeben, weil das kann ich nicht gewinnen. Tut mir leid, aber bin ich jetzt realistisch. Ja. Und dann muss ich hier versuchen, mit meiner eigenen Strategie hier durchzukommen. So. Das wilde Langohr. Pack es in den Topf zusammen mit den Karotten. Wenn es sie fressen will, bitteschön, ist auch noch gut gefüllt. Dann mal die Faust. Bam. Oh. So, ein letzter Versuch für diesen Part. Gib Gas, ich verspaß. Zwar mit Stamm abstimmen Geschirr, aber es bringt mir gar nichts. Moment. Könnte mir doch was bringen. Könnte mir was bringen. Gut, ich muss einen Schlag einstecken, weil ich kann nichts spielen und es wäre super, wenn ich hier das Abstimmgeschirr zweimal beschwören könnte. Wobei... Falls ich dann mal den Effekt sofort... sofort den... Ohne es aufzudecken, ohne falls ich... in die Verteidigung... Ach so, er kann verdeckte Monster direkt erstellen. Aha! So. 2 und 3 und 5 und das und das. Jawohl, das passt, das ist wunderbar. Doppelbeschwörung. Aber erstmal eine Karte verdeckt gelegt. Hehe. Hoho. Hahi. So. Grümpelsynchronisierer Nummer 1. Und Abstimmgeschirr Nummer 2. Und nun Synchrobeschwörung. Einmal hier den Grümpelkrieger. Hallo, mein alter Freund. Kommt der Bimbel und Plamm. Und ich darf dann noch eine Karte ziehen. Hast du ein kleiner Bonus oben drauf? Schön anzusehen ist ja die Karte. Das muss ich schon sagen mit dem weißen Hintergrund. Weißen Rahmen. So, lass eine Karte rüberwandern vom Deck. Und es ist Stimmen. Da kann ich das ablegen, kann ich aktivieren und dann nehme ich mir Turbosynchron auf die Hand. Moment, das würde sogar funktionieren, oder? Das würde sogar funktionieren, weil es heißt ja nicht, das Monster darf kein Synchronmonster sein. Nicht Empfängermonster. Das heißt, ich könnte Grümpelsynchronisierer mit Turbosynchron synchronisieren und dadurch könnte ich Turbokrieger beschwören. Haha, greif ihn an, den Krieger. Yo! Den Schläger. Den bösen Buben. So. Für jedes Aufnahme, das du benutzt hast. So, das mache ich jetzt. Da passe ich auf. Wenn der jetzt hier irgendwie verdachtsmäßig dann seinen Goliowächter beschwören möchte, dann aktiviere ich die Karte, damit es gleich stärker ist. Nein, will ich nicht. Noch nicht. Nein. 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 So. Dann beschwöre ich meinen Turbosynchron. So, nichts da. Würde das was bringen? Ja, das würde was bringen. Aufgepasst. Ich probiere mal was. Ich greife jetzt an. Wenn ich Schaden nehme, ist in Ordnung. Dann kann ich ein Monster beschwören. 500 Unterschied. Das heißt, ich kann jetzt mein Abstimmgeschirr spielen. In Verteidigungsposition. Jo. Greife mit ihm jetzt noch hier seinen Zerrissenen an. Dieses Monster mag ich nämlich nicht. Nein. Nein. So, zweite Mainphase. Und nun, neue Beschwörung, mein Freund. Wir kombinieren unsere Kräfte.
Turbo Synchron und Grümpe Krieger werden zum Turbo Krieger. Und er will freie Bahn mit Marzipan haben. Im Mankos-Modus, bitte. Dankeschön. Moment, der Effekt ist ja, wenn diese Karte deklariert, also er muss angreifen, damit sein Effekt aktiviert wird. Um von einem Synchronmonster das zu reduzieren. Gut. Nee, lass es mal. Lass es mal. Ich brauche keine extra Angriffspunkte. Samurai-Schwertbaron. Ja, zerstören mein Monster. Was? Ach, wenn der das angreift, kann er es in den Angriffsmodus setzen. Okay. Na, warte. Die zweite Karte. Noch einmal. Nein, ich setze erstmal einen Monster in Verteidigungsposition. Und jetzt will ich die Karte aktivieren. Nämlich hier Synchro-Schlag. Für Turbo-Krieger. Bam, bam. Abhören. Was machst du? Aha. Hat meine Karte annulliert. Ja, schade, dass ich die habe ich gerade gelegt. Das heißt, die kann ich nicht sofort aktivieren. So, greif an den Baron. Lebenspunkte HD. Und so langsam, aber so langsam. Ist der Sieg mein. Karte aktivieren. Nö. Halte die Taste gedrückt. Dann fragt er nicht nochmal nach. Suchschläge. Ach, nö. Dadurch kann er nämlich mein Monster dann direkt durch den Effekt zerstören. Der geht in die Verteidigungsposition. Nimmt nicht mal Schaden. Nochmal stimmen. Okay, dann lege ich meine zielgenaue Wache ab. Aktiviere Stimmen. Nein. Ich aktiviere Stimmen. Nein. Und ich hole mir nochmal einen Gerümpel-Synchronisierer wieder. Dann konnte ich nämlich meine beiden Krieger auf dem Feld haben. Das wäre doch cool. Würde das sogar funktionieren? Weil ich brauche ja nur ein Stufe 2 Monster. Ein anderer. Moment, muss es genau Stufe 2 sein oder geht auch geringer? Oder niedriger. Oh mein Gott. Was für eine Kombination! Gerümpel-Synchronisierer, komm! Effekt aktivieren. Jo, ich kann ein Monster wiederholen vom Friedhof, wie das Abstimmgeschirr. Da kann ich das auf Stufe 2 bringen. Ja. Nö, erstmal nicht. Also. Ja, das habe ich nicht bedacht. Ich kann ja die Effekte nicht nutzen. Das war ein Fehler wieder meinerseits. Also wie sich hier das Spelling-Sing hier ist ziemlich gut. Okay, ja, ich aktiviere die Karte. Oh, meine Fresse. Dann gebe ich meinem Turbo-Krieger mehr Kraft, damit ich ihn dann direkt angreifen kann. Aber natürlich hat er nochmal abhören kann. Was hörst du denn hören hier? Willst du diese Geräusche hören in deinem Ohr? Willst du die aufzeichnen? Ja, was willst du denn damit machen? Das auf dem Schwarzmarkt verkaufen? Gibt es irgendwelche Leute, die drauf stehen? Auf Stöhngeräusche oder was? Wenn du wirst doch nicht so gut bezahlt, hier beim Sicherheitsamt, dass du hier noch solche Nebeneinkommen brauchst. Und das wäre eine Straßenpatrouille, die Stukianische? Was ist ein Stukian? Ich aktiviere meine Falle, nehme ich meine zielgenaue Wache. Dann Monster beschwören. Und dann machen wir mal. Nehmen wir mal das Abstimmgeschirr noch einmal. In Verteidigungsposition kann ich zerstört werden. Und wenn ich jetzt nochmal einen Grümpel synchronisiere, spiele, dann kann ich dann meine Beschwörung aktivieren. Vor der Effekt der Karte aktivieren. Welchen Effekt? Machen wir mal ja. Hä? Welche Karte? Ach so! Stimmt! Stimmt, dadurch wird mein Monster nicht zerstört durch Schildwache. Aua! Ach, das war jetzt auch richtig schlau. Ungewollt. Weil jetzt kann ich meine Synchro-Beschwörung durchführen. Wirres Gemetzel. Ich aktiviere diese Karte nur, wenn der Gegner während derselben Battlephase zum zweiten Mal direkt angreift. Führe den Kampf zwischen dem angreifenden Monster und dem Monster durch, das zuerst direkt angegriffen hat. Während diesem Kampf kann keiner anderen Effekt aktiviert werden. Das könnte mich retten. Moment, ohne Momento, Spezialbeschwörung, Gerümpelkrieger, kommt ein zweites Mal, blim, blam, blum, Effekt von Abstimmungsgeschirr verwenden. Yo, darf ich nämlich noch meine Karte ziehen? Wiedersehen macht Freude, hier machen wir wieder was auf der Hand haben, im Angriffsmodus, Dankeschön. Und, Moment, ein Effekt, das betrifft ja nur normale Monster, oder? Das betrifft alle Monster, die... So,
dann mache ich das für Turbokrieger. Jo, nochmal mehr Angriffspunkte. Das betrifft ja alle Monster der Stufe 2 oder niedriger, richtig? Aber auch nur bei seiner Beschwörung. Bitte was? Wieso? Angreifen. Greif an. Jo, greif an. Richtig. So ist fein. Und Grümpelkrieger. Die gehen unterm Dreck. So. Wie viel Angriff hat der? Nee, nur 100. Wenn ich den noch dreimal mit dem Abstimmungsschlag angreife. Dung, dung, dung. Oh, oh. Der hat einen Effekt. Achso, der kann den verbannen, um eine andere Patrouille zu beschwören. Oh. Flo ist jetzt aufgepasst. Ich glaube, vorsichtshalber lege ich mein wirres Gemetzel hin. So. Dann pass mal auf jetzt. Ich greife jetzt mal dein verdecktes Monster an. Bam. Ihr seid der verfolgende Jäger. Bedauerliche Wiedergeburt? Was? 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 Was machst denn du schon wieder? Wenn ein Monster, das du kontrollierst, du kommst zerstört und der Friedhof gelegt wird, wählt das Monster Spezialbeschwörung in der Aufnahme. Aber es wird, wenn deiner Endphase zerstört. Aha. Ja, weißt du was? Dann. Aua! Was? Warum machst du mir Schaden? Nur weil ich dich jetzt im Kampf zerstöre oder was? Kenne deinen Feind. Na gut, so. Dein Monster wird so oder so zerstört. Pff, ich hätte es auch nicht mehr angreifen können. So. Ab auf den Fried, auf den Schrottplatz mit dir. Hä? Hättet ihr. Was? Hä? Moment. Ach so. Ach, Endphase seines nächsten Zuges. So. So, mein Lieber, mit wem soll ich dich angreifen? Ene, mene, mu und raus bist du. Lang bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bam! Direkter Angriff! Ey, du willst mich doch jetzt hier übers Knie legen und mich zu deinem und mich versohlen, oder was? Ja, greif ihn nochmal an. Achso, und jetzt kann sein Monster dich zerstören. Sein Monster kann jetzt nicht zerstört werden durch zielgenaue Wache. Hey, das ist meine Karte. Erstmal ein Bike mir genommen und jetzt auch noch meine Karten, oder was? Du kannst mich mal. Echt, abgesehen von dem alten Knacker hier mit den Treasure-Karten habe ich noch keinen getroffen, den ich wirklich nett finde. So. Was mache ich? Kann ich dir jetzt... Okay, stimmt. Das hat jetzt nur für den einen Zug gezählt. Hätte ich also doch mal einen Stachelschraubenigel beschwören können. Wobei, wenn er nochmal einen Suchschläger hat, dann... Ah, so. Kannst du was mit der Karte machen? Achso, der kann den ablegen, um einen Monster zu beschwören. Finsterer Bastler. Ja, das willst du ein schönes Basteln, ne? Aber weißt du was, ist mir sowas egal. Hier, so. Greif erstmal an, Grumpelkrieger. Kein spezieller Effekt. Gespaltener Verteidiger? Können deine Monster auch mal tot bleiben? Hallo? Deck unten wurde ausgewählt. Deck unten, was? Hä? Ich will das verstehen. Was haben die Karten jetzt bewirkt? Aktiviere diese Karte nur, wenn der Monster in Verteidigungsposition, das du kontrollierst, dass der Verteidigungshöhe höher sind, als seine Angriff durch Kampf zerstört wird. Beschwöre bis zu zwei Monster mit demselben Arm, wie das Monster von deinem Deck in die Aufnahme Verteidigungsposition. Okay, das verstehe ich. Was macht der Bastler? Wenn diese Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof gelegt wird, sieh dir die oberste Karte des Decks an, lege die Karte entweder auf und oder unter dein Deck zurück. Achso, das hat seins betroffen. Aha. Deck oben wurde ausgewählt. Ah, er hat also jetzt die Karte, die jetzt hier. Er hat also die Karte oben drauf gelegt und die zieht er jetzt auch. Oh, was ist es? Schönes schwarzes Loch. Noch ein Monster. Alter Falter. Oh, Klanghühnchen. Kann nicht durch Kampf mit einem Monster mit 1100 mehr Angriff zerstört werden. Mein Freund, magst du Rind? Magst du Schwein? Magst du Hähnchen? Hähnchen nicht so. Ja, Pech gehabt. Ich werde dich nämlich mit dem Hähnchen erledigen. Mit dem Klanghühnchen. Ding, ding, ding. Ring frei zur zweiten Runde. Greift ein Monster an. Bam. Torblocker. Haha. Und das Klanghühnchen gibt dir den Rest. Das pickt dir jetzt die Augen aus. Zick, zick. Haha. Yusei konnte erfolgreich von Trudge entkommen und den anderen Sektorsicherheitsdienst, aber mit einem Preis. Während der Flucht krachte Yusei sein Dual One in eine Gasse, was ihn bewusstlos machte. Bewusstlos ließ, okay, passt doch, wenn er ja dann noch verblieb.
Glücklicherweise wurde er von der Verhaftung durch die Zwillinge Leo und Luna gerettet. Ach genau, Leo und Luna, nicht Leon. So, willkommen zum Fortune Cup. Da wird, glaube ich... Oh, das finde ich jetzt schade, weil da wäre ja eigentlich ein Duell gewesen zwischen dem Yusei und dem Leo, damit dann, wobei der Yusei dann wieder seine Erinnerung wiederbekommt. Hätten sie ruhig machen können, dann hätte man nämlich... Man hätte ja als Leo spielen können, um mit seinen Karten zu spielen, weil hier sehen wir schon, da, ich glaube, der heißt Kreiger, dieser Duelland, und den werden wir dann, mit ihm werden wir gegen Leo sich duellieren, in diesem Fortune Cup, also in diesem Wettbewerb, aber der wird sich als seine Schwester ausgeben, denn der, das Ziel von diesem Fortune Cup ist es, Leute, talentierte Duellanten herauszufinden, die wurden eingeladen, und der Goodwin wird herausfinden, ob einer davon ein Auserwählter ist mit dem Drachenmal. Gut, habe ich viel jetzt vorweggenommen. Aber das ist in der nächsten Ausgabe von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dann sage ich hier 93 Turbo. I love Nintendo. Tschüss. And goodbye.